Alles klar, dann schauen wir mal, was für Souvenirs Johnny uns vom Mond mitgebracht hat. Ladies first. Diesmal nicht, Süße. Ich glaube, du musst ganz nach rechts wieder zurück. Das hier ist dieselbe Umgebung wie in der letzten echten Erinnerung, auf die wir Zugriff haben. Normalerweise müsste sie doch wenigstens etwas geändert haben. Irgendetwas stimmt nicht. Diese Erinnerungen, sie fühlen sich nicht so an, als wären sie einfach noch einmal passiert. Sie sind exakt gleich. Unmöglich. Das Verlangen wurde doch transferiert, oder etwa nicht? Doch wurde es. Okay, wie ich vermutet habe, die letzte Erinnerung ist also tatsächlich irgendwie relevant. Wenn die Erinnerung tatsächlich unverändert ist, wird er an der Klippe sein und auf den Leuchtturm aufpassen. Also entweder reicht es nicht, dass er nur im Teenageralter dieses Verlangen hat, oder etwas ist hier ganz gehörig falsch. Johnny? Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Déjà-vu, schon wieder. Mein Name ist Dr. Eva Rosalene und das ist... Was? Ich sage es nicht zweimal. Dr. New Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Also Sie beide sind von der Agentur? Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Friere ihn auch ein. Nun? Warte hier, ich gehe jetzt und sende das Verlangenssignal noch einmal. Pass auf, ob sich etwas verändert. Die Übertragung war definitiv erfolgreich. Hat sich was geändert? Nicht mal ein bisschen. Wie ist das möglich? Selbst wenn das Verlangen allein nicht ausreicht, warum verändert sich denn gar nichts? Vielleicht braucht es einfach etwas Simulation, Stimulation. Stimulation, um in Gang zu kommen. Aus seinen früheren Erinnerungen? Frühen. Frühen Erinnerungen? So früh, wie wir zurückgehen können. Dann los. Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, braucht etwas Stimulation. Also dann. Was zum... An der Kasse haben Sie gesagt, dass ein anderer Film läuft. Naja, egal. Macht es dir was aus, River? Nein, ich mag diesen auch. Okay, dann lass uns reingehen. Hoffentlich reicht das für die Zündung. Moment, wo ist eigentlich Neil?
Zum Mond, Liebling. Oh, Henry. Oh, das hättest du. Ups. Oh je, ich bin viel zu abgespannt und hungrig, um Filme zu konstruieren. Wahrscheinlich sollte ich mal nachsehen, ob sich bei John irgendetwas geändert hat. Tut mir leid, dass du dir dafür den Hintern platt sitzen musstest, Kleiner. Hä? Ach so, ich habe den Fall gar nicht gesehen. Der wurde auch gerade nicht angezeigt. Alles unverändert. Ich muss versuchen, es irgendwo anders zu zünden. Das hier ist doch lächerlich. Lilly? Vielleicht, bitte nicht an einem Hustenanfall sterben. Vielleicht kann man hier etwas versuchen. Ich habe jetzt keine Zeit für Sie. Okay. Also, hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann. Was macht ihr denn hier? Was gibt euch los? Wenn wir uns nicht beeilen, sind die ganzen guten Plätze weg. Liest du auch vor? Das habe ich anders in Erinnerung. Es muss sich etwas verändert haben. Was war das denn jetzt? Ich habe leise gelesen. Ja, du musst aber für die Zuschauer schon... Hey, nicht drängeln! Du musst für die Zuschauer auch vorlesen. Ja, Entschuldigung, ich war gerade sehr vertieft in dem Spiel. Ja, man merkt es. Moment mal. Das ist keine echte Änderung, das ist... Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Wie ihr wisst, bin ich ein Repräsentant der gloriosen NASA. Hey, ich darf jetzt auch mal Action haben. Und ich bin heute hier, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy! Wow, das war mies. Aber ich schweife ab. Wie auch immer. Facepalm. Wie auch immer. Das hat er auch gemacht bei dem Liebesszenario, als ich dich gefragt habe. Hast du gesehen, was Dr. Watts gemacht hat? Wie auch immer. Ich weiß, dass sich viele von euch die eine Frage stellen. Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas so Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neuen Welten aufzubrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn durch die Ringe des Saturn zu schwimmen. Oder vielleicht einfach ein bisschen auf der dunklen Seite des Mondes abzuhängen. Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat, wenn er sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht... Du! Aber ich möchte gar nicht zum Mond. Dann ist heute dein Glücks... Moment, was? Wieso nicht? Was soll ich denn da? Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal ein klitzekleinste bisschen? Nein. Aha. Nun, als offizieller NASA-Rekrutierungsoffizier erzähle ich euch jetzt ein paar Fakten über den Mond. Um warm zu werden, der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt.
Zum Glück wurde jetzt nicht alles tatsächlich eingebaut. Ja. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß wie die afrikanische, wie der afrikanische Kontinent ist? Doch wirklich, wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit dem Rad einmal um den Mond zu fahren? Und weiter, das Licht braucht 1,5247 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, braucht ihr 130 Tage. Das wusste ich schon. Und das Beste zum Schluss, Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die Gleichung, reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Denkt dran, bei der NASA seid ihr alle willkommen, besonders dann, wenn ihr brünett seid. Oh Mann. Ich glaube, das wirklich Interessante ist, dass der Junge gar nicht zum Mond will. Was hat es also damit auf sich? Na, wie war ich? Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht anheuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug. Ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob es was gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück. Bin zurück. Erzähl. Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre? Tja. Wir können es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum leisten. Aber können Sie sich die Mondlandungslotterie leisten? Wenn Sie dieses Haus verkaufen, können Sie es definitiv. Die Diagnose steht fest? Ja! Oh, zum Glück muss ich dir nicht vorlesen. Wussten Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krankenversicherungsleistungen bekommen? Tatsächlich, Sie beide, Sie und Ihre Liebste. Ponyreiten für Lau im All! Sieh mal an, eine Hochzeit. Tolle Sache. Nicht wundern, wenn wir gerade immer ein bisschen abgelenkt sind. Ich habe hier ein bisschen Kabelsalat, den ich bekämpfen muss. Oioioioioi. Rübgers Headset hatte sich verheddet. Wie wär's mit einem Rätsel? Ratet mal, wo ihr ganz mondän Flitterwoche machen könnt? Ich meine, die machen sich jetzt so viel Mühe, versuchen da den Mond zu triggern, statt dass die mal darauf aufmerksam geworden sind, dass er gar nicht zum Mond will. Und er doch selbst gesagt hat, ich weiß nicht, warum ich zum Mond will. Was denn? Das heißt, es ist ein falscher Wunsch. Es ist ein Wunsch vielleicht von jemand anderem. Nicht seiner. Und deshalb kann er ihn nicht triggern. River... Verdammtes Glas, rutschig. Johnny, John. Was zur Gurke? Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen.
Das ist lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammt langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut. Du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer. So kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir Pause. Bis morgen früh. Hoffentlich hält Johnny bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen. Ich meine, warum machen sie es sich selbst so unkompliziert, wenn die so Profis sind?